19 bis 22 also. Wehe den Schwangeren und so weiter. Aber der erwählten Wegen am Ende heißt es, werden sie kurz gemacht. Diese Verse sprechen von der Schwere dieser Bedrängnis. Und zwar auf folgende Weise. Erstens, Jesus gebraucht das Wort Wehe in Vers 19. Wehe aber den Schwangeren und Stillenden in diesen Tagen. Nicht, dass sie eine besondere Strafe verdienen, sondern es kommt über sie ein schweres Los. Er hat Mitleid mit ihnen und deshalb gibt er auch einen Rat, wie sie eventuell diese Schwere entgehen könnten. Ferner zweitens, das Wort beten in Vers 20 spricht davon, betet, damit eure Flucht nicht im Winter geschehe, auch am Sabbat. Also die Lage ist so schwer, dass man wirklich zu Gott rufen soll, damit sie in etwa gelindert werden möchte. Warum soll sie nicht im Winter geschehen? Ist der Winter in Israel denn so schlimm? Es ist ja kein Sibirien. Nun, im Winter gibt es in Israel mehr Regen. Im Winter können gefüllte Wadis, das sind die Flussbetten, die im Sommer trocken liegen, wenn der Regen kommt, werden sie gefüllt. Und diese gefüllten Wadis Überschwemmungen können die Fluchtwege abschneiden, sodass es schwerer wird zu fliehen. Ströme entstehen und diese Überschwemmungen und gefüllten Wadis können die Fluchtwege abschneiden. Zudem herrschen im Winter schon kältere Temperaturen, wo man sich nachts womöglich unter freiem Himmel aufhalten muss. Wenn man flieht, kann man nicht immer schön in einer Herberge, in einem Motel oder Hotel übernachten. Also es ist schon schwieriger, auch in Israel. Nicht am Sabbat oder Schabbat. Eine Flucht am Sabbat könnte zusätzliche Gefahr bedeuten für die, die diesen Sabbat streng einhalten wollten. Das ist die eine Seite. Christen, die in Israel wohnen, beteiligen sich oft an den Sitten dieses Landes. Und wenn sie den Sabbat einhalten wollen, dann ist es schwierig, dann großes viel zu unternehmen, das Arbeit und Mühe mit sich bringt an diesem Tag. Andererseits, auch wenn sie dieses nicht besonders bemüht sind zu tun, den Sabbat zu halten, gibt es andere, die diesen Tag einhalten, sodass an einem Sabbat es kaum, wenn überhaupt, Transportmöglichkeiten gibt, sodass die Flucht an einem Sabbattag schwierig wird. Jesus ist sehr bedacht auf das Wohl seiner Kinder, das Wohl der Israeliten, und gibt also diese kleinen Hinweise. Wir merken, wo andere unbarmherzig sind und Not auslösen und mit dem Tode drohen, da ist Jesus der Mitleidige. Es ist rührend, unseren barmherzigen Jesus so im Detail zu erleben. Drittens, die Schwere der Bedrängnis, oder das Schwere der Bedrängnis, wird auch zum Ausdruck gebracht dadurch, dass dieses die allergrößte Bedrängnis in der Menschheitsgeschichte ist, Vers 21. Es wird dann große Bedrängnis sein, eine solche, die seit Anfang der Welt bis jetzt nicht geschehen ist, nein, die gar nicht geschehen wird. Die Bedrängnis ist zugleich Höhepunkt und Ende der Leidenszeit. Nach Vers 29 und 30
bildet sie auch das Ende der Leidenszeit. Jesus kommt dann gleich, sodass diese Leidenszeit eine kurze, aber die schlimmste Leidenszeit ist. Sie ist der Höhepunkt aller Leiden. Viertens, eine notwendige Kürze spricht von der Schwere dieses Leidens, dieser Bedrängnis. Vers 22, und wenn jene Tage nicht kurz gemacht wären, würde kein Fleisch gerettet, aber der Erwählten wegen werden sie kurz gemacht. Schon im Voraus, Gott sorgt dafür, dass sie kurz bleiben. Der Herr ist gnädig. Er hält alle Leidenszeit kurz. Uns dagegen soll sie nicht zu lange werden. Wir sollen ausharren, Glaube und Liebe bis ans Ende bewahren. Von Gottes Perspektive ist alle Leidenszeit kurz. Man liest von einer französischen Christin, die 40 Jahre im Turm, wohl in Südfrankreich, gefangen ist. Und sie ritzt in den Stein, widerstehen, resister, widerstehen. 40 Jahre, ein junges Mädchen, wenn sie reinkommt, das ist ihr Leben in diesem Turm, in diesem Gefängnis. Aber sie ist schon seit mehr als 40 Jahren beim Herrn. Die 40 Jahre sind im Rückblick ein Moment, nicht wahr? Was sagt Paulus im 2. Korinther 4? Ich bin überzeugt, dass die Leiden in dieser Zeit nicht aufzuwiegen sind im Vergleich mit der Herrlichkeit, mit dem Gewicht, großen Gewicht, schweren Gewicht der Herrlichkeit, die uns offenbart werden soll. Alle Leidenszeit ist kurz. Gewisse Leidenszeiten sind kürzer als andere, einige sind länger. Auf jeden Fall soll keine Leidenszeit uns zu lange dauern. Wir sollten dabei bleiben, beim Herrn bleiben. Und, ich habe geschrieben, Glaube und Liebe bewahren. Warum gerade diese zwei? Weil das die wesentlichen Tugenden sind. Auf die kommt es an. Sind die da, dann leben wir. Sind die nicht da, leben wir nicht. Wovon leben wir? Vom Glauben an Jesus. Ist der Glaube an Jesus nicht da, hören wir auf. Verzweifeln wir an ihm, dann ist das Leben aus. Dann hört die Verbindung auf. Der Glaube ist der Schlüssel, durch den wir zu Jesus kommen. Und das Geheimnis eines Bleibens bei Jesus. Durch den Glauben bleiben wir bei Jesus. Das heißt, der Glaube ist das Schlüsselelement, um in Verbindung mit Jesus zu sein. Und die Liebe, das ist der Strang der Beziehung selbst. Die Liebe ist die Beziehung. Ist es immer gewesen, von Eden bis heute. Die Liebe ist es, was Gott an uns erwartet. Und wer neues Leben hat, der liebt. Es werden Liebende sein, die die Krone des Lebens bekommen. Liebe ist die Beziehung zu Jesus, die durch den Glauben entsteht. Diese zwei möchten intakt bleiben, gesund bleiben, stark bleiben. Und wenn die da sind, dann bleiben wir bis ans Ende bewahrt. Kein Fleisch gerettet, sagt Jesus. Wenn jene Tage nicht kurz gemacht wären, würde kein Fleisch gerettet. Was ist Fleisch? Fleisch im Allgemeinen sind Lebewesen, nicht tote Wesen. Lebewesen, die einen Leib haben. Hier ist das Wort Fleisch auf Menschen beschränkt. Die Menschheit kann Fleisch genannt werden, lebende Menschen können Fleisch genannt werden.
Das heißt, wenn diese Bedrängnis nicht kurz gehalten wäre, könnte kein Mensch gerettet werden. So schlimm ist die Wut des Antichristus. Würde kein Mensch gerettet werden, oder wie es auch geschrieben sein kann, Seele, würde keine Seele gerettet werden, wie wir manchmal Menschen zählen, es waren so und so viele Seelen in dem Saal oder in dem Raum. Heute nicht mehr so wie früher. Und doch hätte es hier stehen können. Warum nicht Mensch oder Seele anstatt Fleisch? Weil es hier um irdisches Leben geht. In Vers 14 ging es um ewiges Leben. Hier geht es einfach um Menschen, die im Fleisch leben. Und so gebraucht Jesus das Wort Fleisch. Noch ein anderer Ausdruck, der die Erklärung vielleicht bedarf, der Erwählten wegen. Wir hatten dieses Wort schon vorhin, glaube ich, oder vielleicht noch nicht. Nein, vielleicht hatten wir es noch nicht. Der Erwählten wegen. Mehrere Male werden die Erwählten unter dieser Bezeichnung in dieser Rede erwähnt. Hier zum ersten Mal, ja, hier zum ersten Mal. Wer sind die Erwählten? Was ist ein Erwählter? Wann wird man erwählt? Das ist ein schwieriges Wort, das ist eigentlich ein sehr einfaches Wort, aber es ist schwierig gemacht worden von den Theologen. Die bringen uns manchmal ganz tüchtig durcheinander. Deshalb sollten wir viel die Bibel lesen, damit wir nicht unnötige Schwierigkeiten bekommen. Wir lesen manchmal zu schnell andere Bücher. Manchmal ist es hilfreich, manchmal auch nicht. Wer sind also Erwählte, Gewählte? Wir wählen einen neuen Kanzler oder einen neuen Politiker oder vielleicht auch den alten. Und es ist eine Liste da und von dieser Liste wählen wir einen. Oder wir gehen einkaufen und schauen uns das Obst an oder das Gemüse. Und heute können wir wählen, nicht die Orange, sondern die, nicht die Birne, sondern die. Aus einer Auswahl wählen wir ganz spezifische, die uns gefallen. Nun kann es gefährlich werden, wenn wir diese Bewandtnis, wenn wir diesen Aspekt beim Begriff erwählen gebrauchen. Manchmal steht auch auserwählt, ich weiß nicht warum, das Aus ist, erübrigt sich. Es ist eigentlich nicht ein Auserwählen aus einer größeren Gruppe, sondern, nun ich gebe zwei Beispiele. In der Heiligen Schrift heißen Engel Erwählte, nicht Auserwählte. Einfach erwählt. In welchem Sinne heißen Engel erwählt? Wer hat die Engel, wie sind die Engel entstanden? Ich dürfte antworten. Durch die Schöpfung. Sie sind erschaffen, Kolosser Kapitel 1. Hat er die Engel als Engel erschaffen? Oder hat er eine andere Art von Wesen geschaffen und aus der Reihe dieser Wesen hat er einige erwählt, gewählt und aus ihnen Engel gemacht? Ihr wart nicht dabei, nein? Ich auch nicht. Wir sind angewiesen auf die Schrift. Steht geschrieben, dass Gott eine große Zahl an Wesen schuf und einige von ihnen hat er gewählt, Engel zu werden. Nein, so steht es nicht geschrieben. Wir müssen annehmen, dass sie sofort als Engel geschaffen wurden.
Sie waren, wurden also nicht ausgewählt aus einer größeren Schar. Nicht wahr? Da ist diese Bedeutung von Wählen nicht angebracht. Warum heißen sie denn erwählt, wenn sie nicht gewählt wurden? Sie wurden ja nicht gewählt, sie wurden geschaffen. Warum heißen sie dann erwählt oder gewählt? Ja, ganz bestimmt. Und noch mehr. Aber das kann vielleicht gleich noch deutlicher werden. Der Messias heißt der Erwählte. Gab es eine Reihe von Kandidaten für die Messias-Arbeit? Und Gott ist nun einhergegangen, hat sich diese Schar von Kandidaten angeschaut und hat einen von ihnen gewählt und zum Messias erwählt. Nein, wie viele kamen in Frage? Nur einer. Nur einer. Der Messias ist aber ein Erwählter, nicht im Sinne, dass er gewählt wurde, sondern in dem Sinne, dass er das ist, was man erwählt nennt. Sie wählen einen Kandidaten, sie ziehen ihn vor, sie wählen eine Birne, sie ziehen diese vor, sie wählen diese Kartoffel, sie ziehen diese den anderen vor, sie sind ihnen lieber als die anderen. Sie sind für sie erwählt. Der Begriff erwählt ist in der Bibel ein Ausdruck von teuer sein, wertvoll sein, lieb sein. Natürlich auch ein Zeichen von Bestimmung, aber es ist ein Beziehungswort. Die Engel sind Gott lieb. Er liebt sie, sie sind seine Diener, sie sind ihm wertvoll, sie sind seine Erwählten. Der Messias ist Gott lieb, dies ist mein geliebter Sohn, er tut meinen Willen, er erfüllt seinen Auftrag. Gott hat eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Und wir als seine Kinder sind erwählt, weil wir ihm lieb sind. Nicht notwendigerweise, weil er eine Münze geworfen hat und die kam dann eben so, dass Herbert Janssen dann auch dabei war. Und ein anderer, nun da kam die Münze auf der anderen Seite runter und jetzt ist er verloren. Ja. Ausgewählt, einige ausgewählt gerettet zu werden, einige ausgewählt verloren zu gehen. Wie wenn Gott willkürlich handeln würde. Nein. Warum kommt man in den Himmel? Weil man in den Himmel kommen will. Man kann wählen, wo man hingeht. Aber wenn man dem Ruf der Einladung Gottes erfolgt, dann wird man ein Erwählter. Und da sind wir bei der Frage, wann wird man ein Erwählter? Die Schrift spricht von zwei Stationen. In Epheser Kapitel 1 lesen wir davon, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt wurden oder zu erwählten. Schon vor Grundlegung der Welt hat Gott uns in Christus gesehen. Aus welchem Grunde wir in Christus hineinkommen, wissen wir letztlich nicht. Ich habe nichts dagegen, dass Gott alles bestimmt. Ich habe etwas dagegen, dass man weitergeht, als die Bibel geht. Die Bibel sagt uns nicht, dass Gott uns die Entscheidung abnimmt. Ich mache hier einen kleinen Exkurs in Bezug auf Heilslehre. Es gibt allerlei Ereignisse im Leben eines, der gerettet wird.
Von der Mathematik kennen wir, mir fehlt jetzt der deutsche Ausdruck, das Kreuz. Wir nennen das im Englischen ein Graph, ein Graph. Das Kreuz in der Mitte. Jetzt muss ich von umgekehrt denken. Diagrammform, ja? Ja. Rechts vom Kreuz ist Plus, links ist Minus. Dann haben wir noch oberhalb und unterhalb, aber nehmen wir jetzt nur rechts und links von in diesem Diagramm. Stellen wir uns einmal vor, dass der Kreuzpunkt die Horizontallinie ist, die Linie, auf der wir uns zeitlich bewegen, und der Schnittpunkt ist der Punkt unserer persönlichen Heilswende, unser Bekehrungstag. Das ist das große Ereignis, an dem wir gerettet wurden. Aber es gibt ja vor dem schon Ereignisse, die dazu beitrugen. Das Kreuz zum Beispiel auf Golgatha. Wir wurden zuvor gerufen, wir wurden disponiert und so weiter. Gott hat in unserem Leben gewirkt, um uns einzustimmen auf den Ruf und so weiter. Es gibt viele Ereignisse und nachher gibt es viele Ereignisse in unserem Glaubensleben bis zum Ende, wo die Vollendung kommt. Es gibt also auf beiden Seiten Ereignisse. Ich muss umgekehrt denken. Rechts ist für euch hier und links. Also, wenn wir jetzt zurückgehen, gehen wir links vom senkrechten Schnittpunkt, vom senkrechten Linie, dann zählen wir Minus. Wenn wir jetzt diese alle Ereignisse aufreihen wollten in ihrer besonderen Reihe, dann könnten wir die mit Buchstaben, man tut das auch mit griechischen Buchstaben, Alpha, Beta, Gamma, Delta und so weiter. Man fängt mit Alpha an und dann geht man zurück. Aber das sind dann Minus. Auf der rechten Seite würde man plus Alpha, plus Beta und so weiter schreiben. Und hier zunächst einmal Buchstaben, weil man auch nicht die Zahlen kennt. Das ist Algebra. Also, wir würden jetzt Minus schreiben. Minus Alpha, Minus Beta, Minus Gamma und so weiter. Was ist jetzt Omega? Das heißt, was ist die allerletzte? Das heißt, wenn wir von hier anfangen, aber wenn wir von dort anfangen würden, was ist die allererste Station in der Geschichte meiner Rettung? Was ist Minus Omega? Wie? Ich kann es ganz verstehen. Fing da die Geschichte meiner Erlösung an? Meines Lebens, ja. Wie? Meines Lebens, ja. Aber die Geschichte meiner Erlösung, wann fing die an? Die fing doch schon vor meiner Geburt an. Mein Leben fing schon mit der Zeugung an, ja? Aber vor dem mit der Heirat meiner Eltern, ja? Aber die Geschichte meiner Rettung ist mehr als die Geschichte meines irdischen Lebens, ja? Da fing schon manches an, noch weiter zurück, ja? Wie? Beim Sündenfall fing die Rettung an? Wie? Da fing Gott an zu arbeiten. Da fing Gott an, Menschen zu retten. Wann fing Gott an mit der Geschichte der Rettung? Noch vor dem, ja? Vor Grundlegung der Welt. Was hat er da gemacht? Was hat Gott in der Ewigkeit getan, bevor es eine Welt gab? Ja? Wie?
Es ist ein Engel gefahren. In Sünde gefahren, ja. Ja, das hat der Engel getan, ja. Was hat Gott getan? Es ist gut, wenn man laut, deutlich und volle Sätze gebrauchen kann. Dann ist es etwas einfacher für mich zu verstehen. Wir sind in einer Schule, habe ich gehört. Ich hasse die Schule, aber... Dürft ihr ruhig wissen. Aber ich spreche gern mit meinen Schülern. Nur möchte ich gern verstehen, was sie sagen. Ich nehme mir Zeit. Ja. Er hat durch Jesus Christus bestimmt, dass wir seine Kinder seien. Aber er muss etwas vor dem getan haben, um uns in Christus zu bestimmen, seine Kinder zu sein. Es musste ja einen Christus geben, ja? Also muss er einen von einem Christus geplant gedacht haben, ja? Ja. Warum hat er einen Christus geplant? War das das Allererste? Aber dann war der Plan schon fertig, ja? Also in der Ewigkeit plant er. Warum dachte Gott an einen Messias? Christus heißt Messias, Erlöser. Warum hat er an einen Erlöser gedacht? Was hat für einen Sinn hatte das? Muss es da gewesen sein? Bitte? Ja, bitte. Er hat es gewusst, nicht geplant. Gewusst, ja. Nun, Sie sind kein Calvinist. Wir nehmen das an, ja. Wollen wir jetzt spezifisch werden? Das ist die allgemeine Rettung. Gott wusste, dass es auf jeden Fall, wir wissen nicht alles über sein Tun, aber wir wissen, dass er wusste, dass der Sündenfall kommen sollte. Da er wusste, dass er kommen sollte, hat er eine Erlösung geplant, einen Christus geplant und so weiter und so weiter. Und dann folgen die Etappen. Wenn er jetzt an uns einzeln denkt, wenn wir jetzt an unsere einzelne Geschichte denken und ausdrückliche Bibelverse wählen sollten, dann haben wir zum Beispiel Epheser Kapitel 1, wo geschrieben steht, dass wir vor Grundlegung der Welt erwählt wurden. Gibt es eine Bibelstelle, die von einem Ereignis in der Ewigkeit spricht, das vor diesem stattgefunden haben mag? Vielleicht ist das zu viel. Ich helfe euch. Ja. Schlagen wir einige Texte auf, also Epheser Kapitel 1, Vers 3, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, der Gott und Vater Jesu Christi, der uns durch Christus mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Bereichen segnete, entsprechend dem, dass er uns vor Grundlegung der Welt in ihm sich
erwählte. Und dann kommt die Absicht. Also vor Grundlegung der Welt hat er uns, sich erwählt. Das ist eine Station. 1. Petrus, Kapitel 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den erwählten Fremden der Zerstreuung und so weiter, gemäß der Vorauskenntnis Gottes, das heißt erwählt, gemäß der Vorauskenntnis Gottes. Aha, jetzt sind wir ein Stück weiter zurück. In Epheser 1 hieß es erwählt. Hier sagt Petrus, was vor der Erwählung da war. Vorauskenntnis. Vorauskenntnis Gottes. Jetzt Römer Kapitel 8, Vers 28. Wir wissen, denen, die Gott lieben, hier sind Christen wieder Gottliebende genannt, wirkt alles zusammen zum Guten, denen, die nach einem Vorsatz Gerufene sind. Wir sind Gerufene. Dieser Ruf fand statt, während wir auf der Welt schon auf der Welt waren. Aber vor diesem Ruf kam ein Vorsatz. Die nach einem Vorsatz Gerufene sind, weil er die, die er im Voraus kannte, Vorauskenntnis, auch im Voraus bestimmte, seinem Ebenbilde, dem Sohne, gleichgestaltet zu sein, sodass er Erstgeborener unter vielen Brüdern sei. Aber welche er im Voraus bestimmte, diese rief er auch. Gerufene, Vers 28, vor dem Ruf war Bestimmung, vor der Bestimmung Vorauskenntnis. Vor der Vorauskenntnis war. Nix. Dies ist minus Omega. Bei Petrus und bei Paulus. Gott weiß es. Schluss. Da bleibt das Geheimnis. Da ist alles Geheimnis. Von da an ist Licht. Von da an ist Offenbarung. Gott weiß um alles. Er weiß alles im Voraus. Und er handelt, plant und handelt. Jetzt fragen wir. Ich sagte vorhin, ich habe nichts dagegen, dass Gott alles bestimmt. Ich habe aber etwas dagegen, dass man über die Schrift hinausgeht. Und wenn man sagt, Gott hat alles im Voraus bestimmt, sogar den Sündenfall, dann möchte ich sagen, das steht nicht so geschrieben. Was geschrieben steht, ist, dass Gott alles weiß. Warum er es weiß, steht meines Erachtens nicht geschrieben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wenn ich selbst etwas plane und es durchführe, dann weiß ich es im Voraus, weil ich es plane und tue. Wenn Gott alles im Voraus plant und bestimmt, dann natürlich weiß er das, weil er es bestimmt. Das wäre eine Möglichkeit. Es besteht auch die Möglichkeit, dass nicht nur er handelt, sondern das, was er schaffen wird, auch handelt. Und er weiß im Voraus, was diese Geschöpfe tun werden. Vorauszuwissen oder die Ursache für das Vorauswissen muss nicht nur das Handeln des Wissenden sein. Der Meteorologe, der das Wetter im Voraus sagt, ist nicht die Ursache des Wetters, weil er es voraussagen kann. Das könnte theoretisch die Ursache sein,
Er weiß, was das Wetter sein wird, weil er es schafft. Ja? Das wäre eine Möglichkeit. Nicht bei den Meteorologen, aber eine theoretische jetzt. Er kann ja nicht so in diesem Ausmaß das Wetter schaffen. Aber wenn Gott das Wetter schafft, dann weiß er im Voraus, wie das Wetter sein wird, weil er es so kommen lässt. Aber es steht nicht geschrieben, dass er alles so im Detail bestimmt. Er weiß es, er bestimmt sehr viel, während es da ist und so weiter. Wir müssen beim Geheimnis Gottes stehen bleiben. Wir wissen nicht, warum Gott es weiß. Wir wissen, dass er es im Voraus weiß, im Voraus kennt. Und er wusste im Voraus, wer ihn annehmen würde. Vielleicht, weil er bestimmte, wer ihn aufnehmen sollte. Wenn das der Fall ist, wer von uns kann etwas dagegen sagen? Vielleicht hat Calvin recht, was die Bestimmung betrifft. Man hat aber Unrecht, wenn man sagt, so steht es geschrieben. Der Calvinismus ist mehr Philosophie, als die Calvinisten wahrhaben wollen. Das hört man nicht gern, wenn ich das sage. Aber passen wir auf, dass auch wir nicht mehr Philosophie haben, als in der Bibel geschrieben steht. Was ist Philosophie? In diesem Fall menschliches Denken mehr als was Gott offenbart hat. Erwählte sind wir nicht notwendigerweise, das heißt, von dem, wenn wir dabei bleiben, was geschrieben steht. Es steht meines Erachtens nicht geschrieben, dass Gott die im Voraus bestimmt hat, gerettet zu werden, die gerettet werden. Aber es steht geschrieben, dass er im Voraus weiß, wer gerettet werden wird. Und diese sind für ihn Erwählte, kostbar. Warum? Epheser 1, in Christus. Christus ist ihm lieb. Er kann ihn schon im Voraus sehen, den kommenden Christus. Jetzt ist er Gott selbst, aber er wird eines Tages Mensch sein und wird seinen Willen tun. Und Gott wird Freude an ihm haben und in diesem Christus sind die Geretteten. Und er weiß, wer zu diesem Christus kommen wird und in ihm Geborgenheit finden wird. Und diese sind ihm schon in der Ewigkeit, wo er alles weiß, schon liebt. Er hat schon Freude an uns allen gehabt in der Ewigkeit. Das ist kostbar, nicht? Das ist süß. Ein kostbarer Gedanke. Dass er Freude schon damals an uns hatte. Erwählt ist ein Liebesbegriff. Der Jesus ist Gott lieb, ist sein Erwählter, ist ihm kostbar. Ihn zieht er vor. Die Engel sind ihm lieb. Seine Heiligen, seine Kinder sind ihm lieb, sind seine Erwählten, sind ihm kostbar. Sie sind ihm vorzüglich erwählt. Wollen wir das hineinlesen oder wollen wir das hier sehen in diesem Wort? Die Erwählten, die ihm kostbar sind. Der Herr Jesus selbst spricht hier. Jetzt gehen wir zurück zum Text. Vers 22. Wenn jene Tage nicht kurz gemacht wären, würde kein Fleisch gerettet, aber der Erwählten wegen, seiner Geliebten wegen werden sie kurz gemacht. Gott liebt seine Kinder, die leiden. Er hat Mitleid mit ihnen. Und er lässt es ihnen nicht zu viel werden. Nicht keinen Strohhalm mehr als notwendig. Es ist alles bemessen in seiner großen, liebevollen Weisheit. Ein wunderbarer Vers. Der Erwählten wegen, der Geliebten wegen, werden sie kurz gemacht, kurz gehalten. Das sind die Erwählten. Zweitens, Römisch 2.
Eine zweifache Warnung, wir kommen zu dem Abschnitt 23 bis 28. 23 bis 28, Römisch 2, Doppelpunkt, Punkt. Zweifache Warnung vor Irreleitung, Irreführung. Erste Warnung, Vers 23, Mitte. Glaubt es nicht. Oder Ende. Glaubt es nicht. Der Aufruf, dann, wenn jemand zu euch sagt, sieh, hier ist der Messias, oder hier, so glaubt es nicht. Die Begründung haben wir in Vers 24. Denn es werden falsche Messiasse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder bieten, sodass Menschen verführt werden, wenn möglich auch die Erwählten. Beachten wir einiges in diesem Vers. Die Verführung ist stark. Das lässt Gott zu. Er testet wirklich, er stellt seine Kinder auf die Probe, ob sie wirklich ihn lieben. Wie stark diese Liebe ist, ob sie echte Liebe ist. Oder ob sie einem anderen nachfolgen werden, einem Falschen. Die Verführung ist in der Tat stark. Die Sehnsucht nach dem Kommen des Messias, die Sehnsucht nach Rettung, kann Anlass dafür werden, verführt zu werden. Man möchte so gern den Messias sehen. Aber Jesus sagt, wartet, bis ich selbst komme. Er sagt uns, wie er kommen wird und bis der Messias so kommt, wie angekündigt, sollen sie warten, sich nicht irreleiten lassen. Übrigens, wenn möglich, die Erwählten, wann ist es möglich, dass die Erwählten verführt werden? Einmal Vers 24. So dass Menschen verführt werden, wenn möglich, auch die Erwählten. Ist es möglich? Wenn nicht, warum erwähnt er? Wann wäre es möglich, dass Erwählte verführt würden? Genau. Wenn man die Augen von Jesus wegnimmt und mehr auf das Augenscheinliche, auf das Vordergründige achtet, auf das Wunderbare, das Täuschende, das Ähnliche, ja, aber nicht das Echte. Was es heißt, auf Jesus zu schauen, wollen wir uns gleich ansehen. Als drittes haben wir eine Erinnerung, Vers 25. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Was hat man als Motivation, um auf das Kommen des Herrn vorbereitet zu sein? Was soll uns motivieren, auf das Kommen des Herrn vorbereitet zu sein? Keine Warnung Gottes. Alles ist still. Gott schweigt. Keine akustische Stimme lässt Gott ertönen. Er sagt, ich habe es euch vorausgesagt, jetzt wo er spricht. Und dann schweigt er. Er fährt gen Himmel. Schweigen. Eine Generation nach der anderen. Eine Generation nach der anderen. Er wartet, er kommt nicht. Es treten allerlei Falsche auf. Hier, jetzt ist er da und so weiter. Und wie sollen wir jetzt wissen? Wie sollen wir jetzt vorbereitet sein? Was soll uns motivieren, auszuharren? Keine neue Warnung. Keine neue Warnung Gottes. Keine neue akustische Stimme
kein besonderes Gefühl. Nur das Wort, das Jesus gesprochen hatte, das stille, unbewegliche Schriftwort. Nur dies, nur das, sonst schweigen. Schweigen. Das ist schwer. Und doch nicht schwer. Und doch nicht. Nur das unbewegliche Schriftwort. Ich habe es euch vorhergesagt. Hier habt ihr es. Es wurde aufgeschrieben. Bleibt dabei. Lesen, lesen, lesen. Auswendig lernen. Im Herzen aufheben. Dein Wort habe ich aufgespeichert in meinem Innern, damit ich nicht gegen dich sündige. Psalm 119, Vers 11. Was macht 11 und 9? 119, nicht 20. 11 und 9 macht 119. Psalm 119, Vers 9 und 11. Die Geheimnisse eines erfolgreichen Christenlebens. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich wandeln, wenn er sich ausrichtet nach deinem Wort? Vers 11. Dein Wort habe ich, und da wird ein besonderes Wort gebraucht, aufgespeichert, aufgelagert in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Ja. Dieses Wort sollen wir aufspeichern im Herzen. Das soll unser Gerede sein. Maleachi, Ende des Buches etwa, da gegen Ende des Buches. Die Treuen, die Frommen sprachen, besprachen unter sich das Wort. Ja. Das ist die Tätigkeit der Christen. Oder Kolosser Kapitel 3, lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen, in euch und unter euch. Ich habe es euch gesagt. Und dieses Vorhergesagte soll mit uns gehen. Man hat natürlich auch den Heiligen Geist. Ja, aber der Heilige Geist sagt nichts Neues, sondern erinnert nur an das, was Jesus eben gesagt hatte. Man hat die anderen Christen, aber eben jeder von uns ist auf dieses Wort angewiesen. Man erkennt hier übrigens die Wichtigkeit des Gedächtnisses. Nicht der momentane Eindruck des Wunders oder eines Redners, hier, dort und so weiter. Nicht das, der momentane Eindruck der Sinne, sondern das Wort im Gedächtnis. Das zählt. Das bewahrt, das motiviert, vorbereitet zu bleiben, bis er kommt. Wir wissen nicht, wann es ist. Vielleicht heute, vielleicht später. Wir wollen vorbereitet sein.